Distanz die beiden. Sie dürfen sich nicht gegenseitig unterstützen. Ich weiß nur noch, dass sie einfach so eine Kacke wollen. Wie alles im Spiel. Ja, wir sind ja erst gerade genau am Ende, ne? Sozusagen. Ja, nach diesem Kampf kommt noch eine letzte Endsequenz und das Spiel ist vorbei. Oh, okay. Der Spuk hat dann ein Ende. Endlich, ey. ich freu mich schon so sehr auf Quake 4 danach auf irgendeinem Punkt. Oh Gott, ey. Wir treffen uns einfach jeden gut treffen. Oder wir hören uns dann jeden Samstag dann immer. Ja, schon treffen, ne? Kann man treffen zu sagen? Ja. Ich denke, wir treffen uns virtuell und verbal. Ja, wir treffen uns virtuell zusammen, damit wir irgendwelche Kackspiele spielen können. Ich finde, das ist eine gute. Ja, damit kann man gut seinen Samstagabend verbringen. Mhm. Aber das Ding ist, ich freue mich dann tatsächlich halt wirklich, wenn ich euch dann das aufnehmen zu können und einfach irgendwelche dummen Spiele zu spielen und einfach unseren dummen Quatsch zu reden. Ja. Das ist wirklich etwas, wo ich dann wirklich in der Woche mir sage, oh ja, endlich, dann denke ich einfach irgendein dummes Spiel spielen. Oder ein dummes Spiel zuzuschauen. Vor allem, man fängt ja dann auch irgendwie an, über Spiel hinaus zu Sachen zu reden, die einfach so passiert sind. Also. Ja. Also, das ist wirklich etwas, wo ich wirklich mir sage, ja, da habe ich wirklich Bock drauf. Ja, irgendwie schon. Besupp. Einmal gesippt und gelebt. Unglaublich. Tja, das ist die Zukunft. Wir haben jetzt einfach irgendwelche Defibrillator-Pistolen und Tada! Ah, Gase war also noch Hacker, weil er hat da so einen Schleus drauf gehackt. Ah, das ist doch seine Persönlichkeit. Das beschreibt ihn. Nein, warum sind noch so viele Käsemänner hier? Nein, geht weg! Nein! Dieser Scheiß! Bloody Scooby, das ist ein dummer Kackindikator, ey. Das ist ein dummer Idee-Vater. Und Kiss und 3 haben sich dann nicht mal verbessert, ey. Das ist so toll. Ja, natürlich ist Gaza mit den Hecken fertig, wenn dann alle tot sind. Ach Mann, ja. Ja, wie gesagt, der Endboss ist ziemlich ass. Ja. Ja, da besteht einfach nur aus endlosen Gegnerwellen und irgendwann kommt er mal persönlich vorbei und dann klappt man ihn sehr schnell ab. Ach, das Gewehr hier, es gibt so eine Halbautomatik-Gewehr, das hat hier noch kein Scope. Im dritten Teil hat es dann dauerhaft einen Scope. Das ist interessant. Oh, jetzt habe ich das erste Rumpfuchtel-Feature ausprobieren. Yeah. Ich drehe am Ventil. Ja, warte mal. Du hast eine Granate in die Fresse bekommen, oder? Irgendwie so. Ich hatte halt nur dieses Piepen gehört und ja. Du weißt doch, du musst die Decken hier benutzen. Du musst das Deckungsfeature nutzen. Hat es überhaupt irgendwie hilft. Er tut sich ja einfach im Offenen rum und lebt immer, aber. Voll unfair. Ja, Mann.
Vor allem hat er noch kein Granatindikator, Alter. Das will ich sogar gar nicht. Ja, das, irgendwie bräuchte man das bei dem Spiel, weil die Granaten kann man sowieso vom Rest der Spielwelt nicht unterscheiden. Du kannst die halt nur hören. Ja. Aber mit dem Gewehr kann man auch einfach Köpfe wegschießen, ey. Richtig derbe. Das erinnert mich an was. Ja, ich habe beim letzten Playthrough von Postal 2 einen richtig coolen Titel bekommen. Moment. Man bekommt ja immer so einen Titel, wenn man Postal 2 durchspielt. Echt? Was das? Kann mich nicht mehr dran erinnern. Ja, da steht immer, da kommt immer so eine Statistik, ne? Und ganz unten steht dann halt so, was du hast. Und ich habe. Genau hier. Society Shunning Great Ape Psycho habe ich bekommen. Richtig gut. Oh nein, was hier passiert. Es ist von immer noch bescheuert, einfach so einzigartige Inhalte auf einer Website zu basieren, die einfach dann down genommen werden. Oh Mann. Ja, ist okay. Ich hab doch einfach alle. So, erstmal nachladen. Also irgendeiner hat als Mod Chiller nachgebaut in Postal 2. Mit echten Menschen und so. Was war Chiller? Chiller ist so ein Arcade-Spiel. Das ist wie so ein. Also da steuerst du das halt auch mit so einer Lightgun. Und du musst halt Menschen foltern. Was? Naja, dann ist halt so eine Guillotine und so und dann kriegt er irgendwie. Also das sind halt so Leute in so Foltergeräten so. Und dann kriegt man halt so Spinnen und Ratten und so über den Bildschirm. Da musst du halt, während du die Leute folterst mit deiner Lightgun und so, also die Guillotine runterschießt und so Sachen, musst du halt auch noch diese Ratten und so abschießen, für extra Punkte und sowas. Und das hat irgendjemand in Postal 2 nachgebaut und hast halt dann echte Menschen in diesen Foltergeräten zu tun. Nein, ja, wenn man sonst nichts Besseres gesehen hat. Oh, ich hab schon gedacht, man hat so eine Guillotine-Pistole. Nein. Aber irgendwie so eine Pistole einfach, das ist eine kleine Mini-Guillotine oder so. Ja, schießt hier so Guillotine ab. Stell dir mal vor, im Postal 2 so eine Waffe reinbauen, so eine Guillotine-Blade und dann. Kannst du Leute damit hauen? Das wäre wir. Man bräuchte eine neue Location, das Paradise Museum, da bekommt man die. Langweilig aus, spielt sich furchtbar. Dieser fucking Details. Boah. Wenigstens haben wir es tatsächlich schon auf den ersten Stock dieses Raums hier geschaut. Yeah. Ja. Ich glaube, damit ist die Hälfte von diesen in Anführungszeichen Kämpfe geschafft eigentlich. Noch gleich, ja. Dann musst du noch Kissen 3 dann ausprobieren. Mir fällt gerade auf, wie leicht dieses Spiel sein könnte man sich hinlegen, weil ich könnte niemand treffen jetzt gerade. Vielleicht das Spiel wäre, wenn man kein Delay hätte. Ja. Jetzt hat das mal gesagt.
Fingern oder so wegen dem Delay. Damn, Stan. Ich will meine Finger ausreißen, damit ich nicht mal diese scheiß Delay abhabe. Damit ich nie wieder solche Schmerzen empfinden kann. Okay, relax mal, ey. Das ist halt wie bei diesem, von Onion da, dieses piece of fucking shit that doesn't work. Die Typen haben es halt so designt, dass die Kunden einfach die Augäpfel rausreißen wollen. das ist der beste Typen, das ich echt nie gesehen habe, einfach. Und von den Typen, die sagen, ist einfach so ernst, ey. Ich habe einen so ernsten Gesichtsausdruck, ey, das ist fantastisch. Ja, wir mussten sie echt zusammenreißen. This shit never ends. Fucking Bullshit Remote. Remote with a stupid ass button. Typ hat irgendwie gerade Blähungen gehabt oder was so. nee, der hat einen Flammenwerfer. Der hat zu viel Chili con Carne gegessen. So. Ja, so wie ich an einem guten Tag. Aber wenn ich so eine 500 Gramm Chili con Carne Dose aufmache, die geht an einem Tag runter. Alkaram. So, keine Ahnung. Die eine Hälfte zum Mittagessen, die andere Hälfte zum Abendessen. Ich mag den Shit einfach zu gern. Irgendwie Quatsch. Shit, den ich gerade echt. Ey, ich eigentlich nur Bock hat, dauernd zu essen zu wollen. Dieser Teriyaki, Alter. Was ist das? Das ist so ein Nudelgericht halt. Okay. Ich hab's halt da einfach so epische Instant-Nudeln von, ey. Ich will ja eigentlich immer dauernd essen, also. Ja, ich hab jetzt erstmal wahrscheinlich für ein halbes Jahr keinen Bock mehr auf Instant-Nudeln. Ich hatte einfach gestern, oder wann war es? Genau, gestern war das. Ach nee, mittlerweile ist Sonntag, also vorgestern. Hatte ich einfach nichts. Ich hatte nichts im Haus. Ah, Adventskalender, ich muss noch einen Adventskalender öffnen. Also ich warte mal kurz. Guck mal, was drin ist. So, mal schauen, was ich hab. Das ist so ein Lind-Adventskalender. Mal schauen, was das ist. Ganz ist okay, ist einfach gewöhnliche Schokolade, nicht irgendwie so ein Karamell oder Marzipan. Ich finde Karamell ist mega geil. Marzipan auch. Ich finde irgendwie weiße Schokolade finde ich irgendwie am geilsten im Wind. Ich mag den Shit. Ich mag den Shit einfach übelst, ey. Ja, das ist richtig cool. Cooler Stoff. Weiße Schokolade, Alter. Ja. Und vor allem fällt es bei der nicht so auf, wenn man die im Kühlschrank hat oder so, wenn das dann so das Fett rausgedrückt wird aus der Schokolade, so, weil die ist eh sowieso schon neu. So. Ah. Ja, ich guck auch mal kurz, was in meinem Adventskalender ist. Ich hab Wintersport. Was heute? 13. Okay.
Ja, ich muss erstmal suchen, wo es ist. Ja, das war die 13. Oh, was ist das? Fuck, ich kann's nicht lesen, mein Zimmer ist so dunkel. Strawberry Joghurt. Okay, trotzdem. Er hat eine. Das müsste sogar von der Grundschule gewesen sein. Da gab's bei uns in der Stadt einfach so ein Rittersport. Zelt, sag jetzt mal, oder also so eine Veranstaltung, eher gesagt, wo man dann einfach so eine eigene Sorte so kreieren konnte. Ich hatte dann in meinem Wintersport-Tafel-Ding einfach Gummibärchen reingemacht. Das war voll episch, ey. Ja, als ich noch, bei mir zu Hause halt gewohnt habe. Also, du weißt, was das bedeutet, aber ich bin ja umgezogen. Und da waren wir auch relativ nah an so einer, an so einer Rittersportfabrik. Und da gab es auch so einen Fabrikverkauf. Und da hatten die auch so ein kleines Gerät, da konntest du dir auch so da kannst du ja auch eigene Sorten rauslassen. Das wäre ja cool. Ah, ich finde Gummibären ultra ekelhaft, deshalb habe ich nie irgendwas mit Gummibären. Echt? Okay. Boah. In der Nähe von der Schokoladenfabrik zu arbeiten, zu arbeiten, zu leben an sich. Oder einfach in der Nähe zu sein, und dann riecht man dann immer dann so den krassen krasse Schokolade dann. Ne? Ja, bei uns war es halt eine halbe Stunde Fahrt oder so, das war trotzdem gut. Ja, aber ich meine, wenn bin mal das öfter mal so vorbeigelaufen halt. Und Alter, dann auf einmal rieche ich dann so die geile Schokolade, ey. Das war so eine Milka-Fabrik da. Cool. Was? Was soll ich jetzt machen, ey? Ah, weh. Den obligatorisch einen Raketenwerfer, weil ein Panzer in der Nähe ist. Hart. Oh mein Gott, der Panzer hat da noch ein fucking Delay, ey. Alles hat ein Cooldown-Delay. Ja, aber oh mein Gott, und der Panzer ist auch noch schwammig, also. Oh Gott. Aber keine Sorge, dann fährst du eh nicht richtig. Ja, aber oh mein Gott, das ist ein echter Albtraum. Also Killzone, more like Deadzone, oder? Der Panzer ist so wie. Das Kameraschwenken ist sowieso so schon schwammig. Und dann hat's noch ein fucking Delay, also. Wenn Killzone einen PC-Port hätte, hätte es dann auch so fucking Delay gehabt. Hoffentlich. Bewegt man so die Maus dann so. Und dann kommt sie erst nach einer Sekunde, Alter. Ich war gerade eben einfach fucking knapp, ey, mit dem Typen. Ja. Ich hab überhaupt nichts gesehen und hab einfach nur R3 gedrückt, die ganze Zeit. Ja, ich hab's gehört. Und jetzt kommen auch noch RPG-Typen. Gab's wenigstens einen Speicherpunkt jetzt irgendwann, oder musst du nochmal die Balkone hoch? Ich muss nochmal hoch.
Dieses das heißt, Spiel, das, das heißt, mir Zeit, meinen zweiten Adventskalender aufzumachen. Er ist übrigens nochmal getroffen worden. Dieses Spiel hat einen Metascore von 90 bekommen. Ja. Also so langsam kriege ich Flashbacks von der Bibliothek in Halo 1. Oh Gott. Viel zu lang und viel zu nervig. Ja. Nur wenigstens stehen hier die Gegner nicht einfach so auf, aus irgendwelchen Gründen. Ja. So, was ist in dem zweiten drin gewesen? Ah, Mandel. Sehr gut. Mandel, Mandel. Ich mag. Ja, ich habe zwei Adventskalender, weil der eine ist von meiner Firma einfach. Ah, okay. So kann man sich auch gut beschweren. Zwei Adventskalender haben. Ja. Ja, den einen hat mir halt meine Familie geschenkt und der andere, da kommt halt für meine Arbeit. Das habe ich auch noch nie so gehört. Er hat einfach so zwei haben. Ja, ich finde das eigentlich gar nicht so schlecht. Ach nein. Ah fuck, ich habe ein. Ich hab das Kabel um mein Bein gewickelt, scheiße. Warum mach ich so was? Ich weiß, was wir Video die nehmen könnten. Dummes Killzone 2 durch die Quälerei mit Discord-Leuten. Mit Discord. Mit den Discord-Männern. Ja. Einfach, keine Ahnung, Killzone-Männer abknallen mit den Discord-Männern oder so. Also ganz häufig im anderen sein. Ja. Oh, du bist durch die Map gefallen, geil. Nee, warte mal, so Discord-Männer quälen sich durch Killzone-Männer 2. Genau. Das ist echt eine Qual gerade. Das Problem ist zum einen, abgesehen davon, dass es sich das scheiße spielt, die Checkpoints liegen immer viel zu weit auseinander. Ja. So, ich bin jetzt am Platz der tausendjährigen Verteidigung. Viel Spaß. Ja. Wer weiß, mit etwas Glück kannst du mich sogar einholen. Ja, du beschränkst dich schnell. Boah, das ist ein Speedrun dann. Das ist so ein One-on-One dann. Das ist halt irgendeine dumme Tür. Okay, wo ist die dumme Tür? Ah, da. Die Killzone-Tür. Die Killzone-Tür. Kriegt man dann auch so ein Kill, so ein Frühstück. Alter, ich würde so ein. Boah, stell dir mal vor, so ein Kill, so ein Müsli. Dann kannst du zum Kill so ein Frühstück. Dann sind es irgendwie so. Keine Ahnung, so ISA-Embleme und dann so. Ja, hier mit diesem Müsli kannst du es der ISA zeigen, dass du sie zum Fressen gern hast. Oder sie zum Frühstück verdrückst oder so. Ja, genau, so keine Ahnung, fress die Hellgas zum Frühstück. Das war so geil. Dann hat man einfach dieses so ein Hell. Ja. Kill so ein Müsli, das ist einfach dieses Hellgas-Symbol, so, du hast die Quelle, du hast deine eigene Rasse zu pressen gern. Das war so lustig. Ja. Kill so ein Soda, das wäre einfach nur Tränen von einem ISA-Typen.
Ja, nein, das Killzone Mystery, das hat so die. Hat einfach so die Form von den Logos von den beiden Fraktionen einfach. Und das eine schmeckt so nach schwarzer Schokolade, das andere so nach weißer Schokolade einfach oder so. Ja, und der Geschmack hat wahrscheinlich auch eine Verzögerung. Genau, okay, ja, genau. Kommt erst so wie ein guter an dann. Nein, das kommt wieder hoch, weißt du, haha. Okay. Da war irgendwie schlechtes Bild. Oh, die. So wie will ein Fußballspiel von Killzone-Männern aus? Komisch wahrscheinlich. Alle laufen da so mit diesen Gasmasken rum oder so. Ja. Mit diesen Helmen, Alter. Oh, das finde ich total lustig. Hast du eigentlich mal ID bei Cybermancy gespielt? Das sagt mir gerade noch gar nichts. Ist eigentlich auch nicht schlimm, aber. Das ist lustig, weil die haben halt irgendwie das Design für die Gegner auch aus Killzone einfach geklaut. Und da gibt es so eine Gegnerfraktion, da sehen die ganzen Leute einfach fast eins zu eins so aus wie die Hellgast. Die waren wohl Killzone-Fans. Ja, vermutlich. Aber das Spiel ist auch irgendwie so designt, als ob die einfach Ghost in the Shell geschaut haben. Dann haben die Killzone gespielt. Da haben die Warhammer 40k gespielt und gleichzeitig haben sie noch LSD genommen. Und das ist das Spiel. Das ist nicht meine Kombi. Ja, ich habe die ganze Zeit keine Ahnung, was in dem Scheißspiel passiert. Ich hab das dreimal durchgespielt, ich habe keine Ahnung, was die Story überhaupt ist. Vor allem, das wurde auch von Franzosen gemacht mit Google-Übersetzer ins Englische übersetzt. Ich habe keine Ahnung, was vorkommt. Mein Ziel rennt einfach in den Raum rein und die und wieder ballert einfach so ein Dude, ey. Ist ihm scheißegal, ey. Ach Gott, come on! Ich fetz einfach 10 Meter nach vorne, ey. Wenn du stirbst. Ja, komische. Also Killzone 2 hat echt eine der schlimmsten finalen Missionen, die ich je gesehen habe im Videospiel. Da ist das Ende zu Spec Ops The Line einfach fucking Kindergarten, ey. Das ist Kindergeburtstag. Es ist Killzone Geburtstag. Oh, wie sehen Killzone Geburtstage aus? Ja, man. Ich glaube einfach, du bist der ironischste Killzone-Fan, den es ergibt. Ich hab das auch, das Gefühl. Weil irgendwie mich das Spiel ein bisschen glücklich, deswegen. Einfach ironisch. Ich muss derbe lachen. Oh, einfach so derbe auf Killzone abfahren, weil das ist richtig scheiße. Ja, aber einfach nur drauf abfahren, weil es so scheiße ist. Das ist halt das Lustige. Ja, genauso wie Leute, die alten Spiele von CT Interactive mögen. Ja, genau, genauso. Ich bin. Überall, da haben wir es durch. Fast! Ich glaube. Ich bin einfach ganz so glücklich, einfach zu sich einfach zusammen sitzen, einfach im Abbruch aufnehmen. Also, es ist doch schön, dass es nicht geht. Ich glaube, ich drehe noch durch heute. Das kann gut sein. Oh, du bist schon durchgeredet, du weißt es noch. Gut, heute war sowieso einfach ein viel zu epischer Tag. Warum ist das passiert? Naja, bist du auch einkaufen gegangen und so wie ich? Ja. Und ich hab da einfach Captain, also ja, ich hab da, musste da mit dem Vater einkaufen. Okay. Und ja, ich hab einfach
Captain America First Avenger für 10 Euro gesehen und Müller kostet einfach fucking 13 Euro. Ich dachte mir, Alter, warum ist es im Kaufland billiger als ein Müller? Im Kaufland gibt's aber schon so Spiele und Filme häufig relativ billig. Ja, es ist unglaublich. Auch billiger als auf Amazon, ey. Voll geil. Ja, Mann, eigentlich schon cool. Dann habe ich halt mit einem Freund Batman and Robin angeschaut. Der Film ist echt mein Liebling. Und danach habe ich noch kurz Rookie Captain Alex gezeigt. Geil, den habe ich auch schon, komplett angeschaut. Ich finde das so gut. Ich musste auch da einfach nur den Arsch ablachen. Ja, Mann. Und jetzt hier halt. Das ist. Einfach die Aussage, dass ich einfach der größte, ironischste Fan Killzone bin. Ach, das hat mich auch glücklich gemacht. Ich werde sehr gut schlafen. Das freut mich. Ich habe auch keine Ahnung mehr, was ich sagen soll. Ich glaube, ich bin betrunken. Ich habe die Badekot getrunken. Ich glaube, davon brauche ich nächstes Mal auch irgendwie was. Also Alkoholmärchen. Obwohl nächstes Mal ist es einfach der 20. Warte mal, stimmt. Können wir dann Quake 4 spielen? Nächste Woche wird es dann nicht gehen, weil da ein Kolleg dann bei mir ist, um zu übernachten. Ah, okay. Übernachten, ja. Also ich denke mal, dass es dann noch geht währenddessen jetzt. Auf jeden Fall ist dann halt ein Kolleg bei mir. Der würde dann halt auf den Sonntag übernachten, denn nächste Woche Sonntag habe ich dann Geburtstag. Was denkst du über Sonntag? Ja. Schluss dann nicht. 21 schon, ne? Nein. 20. Achso, ja. Stimmt, ich habe gerade vergessen, dass ja schon Sonntag ist. Da sind wir noch Samstag. Und er hat aus irgendwelchen Gründen noch, warum auch immer, einfach danach dann im Schornland-Unterricht. Doch kurz vor Weihnachten, ey, warum auch immer. Uff. So, deswegen müssen wir da die Übernachtung zuvor verschieben. Also, damit ihr das wisst, dann ist es dann nächste Woche nicht geht, sondern erst übernächste Woche. Ja, das ist schon. Alter, ist er gerade im Geländer geglitscht? Ne, der ist da runtergeklettert irgendwie. Jo. Das sah irgendwie strange aus. Okay, jetzt bräuchte ich mal eine Waffe mit. Mit einem dicken Raketenwerfer. Ich gehe einfach in den Raum rein und kill so einen Mann. Zeigt einfach mit dem Finger auf mir, ey. Oh Gott. Das wollte ich nicht. Ich. Ach Gott. Was? Ich starte von hier. Ja, die. Ja. Dumb motherfucking checkpoints. Ist echt dumm. Ah.
Also ich habe jetzt den direkten 1 gegen 1 Kampf gegen Radek habe ich jetzt nicht so schwer in Erinnerung. Fängst du zumindest bei dem 1 gegen 1 Kampf wieder an oder fängst du es irgendwo anders an? Ach, da ist er, ja. Der sieht übrigens so super nervig aus, dass er sich einfach immer wegteleportiert. Aber während er sich wegteleportiert, hast du wenigstens genug Zeit, um die HP zu regenerieren. Tja. Kannst du ja auch irgendeine Shotgun nehmen oder so? Oder gibt's keine? Ist wahrscheinlich auch egal. Ja. Hauptsache irgendwas mit Kugeln im Magazin. Der macht richtig, richtig stabby stuff und so. Ey, oh, wir haben das Spiel ist scheiße. Ja. Jetzt denkt sich der Dude einfach so. Na. Meine Güte, wir haben es tatsächlich durchgespielt. Scheiße. Ja. In einem Rutsch. Ja, in einem Rutsch. Visari. Scola Visari. Scola Visari. Ich nehme Sie gemäß Artikel 27 in Haft. Und wer sind Sie? Soldat! Sevchenko. Sergeant, First Class. Sie schicken einen Sergeant, um Visari zu holen? Haben eure Kommandanten wirklich so große Angst? Der Krieg ist vorbei. Sie haben verloren. Wirklich? Und wer hat gewonnen? Etwa die Feiglinge, für die Sie und Ihre Kameraden hier sterben? Die Hellgast haben nichts verloren. Wir kämpfen für unser Leben. Wir tragen unsere Wunden wie Orden. Helgan gehört uns und wir sterben lieber, als es Plündern zu überlassen. Aus diesem Grund wollen Ihre Anführer keinen Märtyrer aus mir machen. Ihre Flotte verbrannt. Ihre Freunde tot. Und Sie sind ein Held, weil Sie mich gerettet haben?
Klingt das für Sie nach einem Sieg, Sergeant Sevchenko? Mieses Schwein. Gute Männer sind gefallen. Dafür werden Sie im Knast verrotten. Für all das werden Sie bezahlen. Dafür, dass ich meinem Volk Stolz und Würde zurückgegeben habe? Wir haben diese Nation aus dem Nichts erbaut. Ohne mich wird Helgan wieder ins Chaos stürzen. Die ISA-Kriegsmaschinerie ist gegen den Willen meines Volkes machtlos. Auch wenn wir alle sterben, wir ergeben uns niemals. Und dann werden sie mich um Hilfe anflehen. Sie haben nicht gewonnen! Niemals! Nein! Genau, deshalb ist Riku der beste Charakter. Der Wahnsinn beginnt. Sergeant? Sergeant, was ist los? Scheiße! Seth! Verdammt! Okay. Unglaublich. Ja. Also, ich denke mal, ich fange mal mit meinem Fazit erstmal an. Es ist nerviger, als ich jetzt in Erinnerung habe. Speziell das Ende. Ich wusste zwar, dass das der letzte Kampf sehr schrecklich ist, aber dass er so schrecklich ist, daran erinnerte ich mich nicht mehr. Ich denke, das Spiel könnte besser sein, wenn es sich einfach mal direkt ersteuern würde. Also ohne Delay und so. Ja. Und so ein paar Farben mehr werden vielleicht auch noch ganz nett. Ja, vielleicht auch offenere Level mit mehreren Missionszielen. Ja. Oder allgemein auch mal so ein bisschen mehr größere Fläche, wo man sich ein bisschen mehr bewegen kann. Weil einige Tode sind aber dadurch gekommen, dass das Gebiet einfach viel zu eng war. Ne. Ja. Und was soll ich jetzt? Soll ich dann meine Meinung sagen oder müssen wir über Steffen zuerst? Mach du erstmal. Also.
versuche ich noch klare Worte zu finden, auch wenn ich fast am Durchdrehen bin. Da, du bist schon durchgedreht. Aber auch. Vor allem auch, nachdem du es gerade selber angefangen hast. Ich war anfangs richtig gehypt, es mal zu sehen. Ja. Ist scheiße. Wie ja schon Steffen gesagt hat, ich bin der ironischste Killzone-Fan auf Erden. Vor allem das Witzige ist, vor vielen Jahren war ich mal unironischer Fan. Das macht mich einfach noch viel glücklicher, also. Okay, warte, ich muss mich irgendwie wachrütteln. Okay. Also ja. Meine Fresse. Dadurch, dass ich jetzt auch selbst mal gespielt habe. Die Steuerung ist echt wahnsinn schlecht. Das Waffenlimit ist einfach nur noch zwei Waffen haben kann und wobei das eine Waffe wechseln kann. Ja. Dass das HP-Ding ausgetauscht wurde durch so ein dumm bloody Screen, das einfach nicht funktionieren würde, ist bescheuert. Movement, ja, wie schon gesagt, ist ja schlecht dadurch diese Verzögerung, aber hey, man kann springen. Wow! Und immerhin gibt es keine ausufernden Animationen. Ansonsten. Boah. Das ist zwar echt nicht gut, das auch wieder zu sehen. Und am Ende. Ja. Ich glaube, das konnte man schon hören, dass ich einfach nur. Irgendwie nur noch. Vor mich hingelabert habe und einfach nur. Keine Ahnung. Ich bin einfach nur durchgedreht. Das wäre dann mit meiner Meinung dazu. Scheißspiel. Ja, also meine Meinung ist, also ja, es sah schon irgendwie scheiße aus. Die Grafik ist auch ein bisschen hässlich, weil es ist halt alles grau und dann wechselt es mal zu braun in der Wüste und dann ist es noch grauer ganz am Ende. Ja, man läuft halt die ganze Zeit einfach nur in zwei Umgebungen rum. Scanplay ist halt schlechter, außer dass du halt mehr Kamerakontrolle hast bei den Animationen. Ja, und das mit dem bloody Screen ist natürlich auch nicht so toll. Und ich fand auch, das Ende hat mich ein bisschen enttäuscht, weil irgendwie man hat einfach nur so semi gewonnen, einfach so. Ja, ich fand es cool, dass der Typ da mit der MG, ich habe den Namen schon wieder vergessen. Radek? Genau, Riku. Er war wieder der coolste Typ, weil der hat den Bösewicht einfach abgeknallt. Weißt du, er hat nicht interessiert, was er gesagt hat, nur er hat ihm einfach die Kugel gegeben und fertig. Also, das fand ich eine gute Aktion. Aber dann kommen halt diese ganzen Helgas-Schiffe und man denkt eigentlich so, ja, die Menschheit hat ja das eigentlich gewonnen, weil der Oberkommandant da irgendwie gestorben ist. Aber irgendwie nicht, weil es sind ja die ganzen Schiffe auf einmal aus dem Nichts gekommen irgendwie. Und naja, das fand ich irgendwie doof. Also, ja, Killzone 1 ist besser. Wenn Killzone 2, ja, kann man irgendwie machen, muss man nicht. Also, ja, ist mein Fazit. Genau. Ja. Hat irgendjemand noch was? Oder? Ja, ich find's einfach recht großartig. Es wäre echt fast das letzte Gut, einfach immer jeden Samstag ganz einfach zusammensitzen und sich irgendwie dumme, schlechte Spiele quälen und so einfach. Aber trotzdem versuchen, eine gute Zeit zu haben. Ja. Ja, wobei dann in. Keine Ahnung. Irgendwann dann bin ich dann mit Killzone 3 dran, wenn das wird. Zumindest wenn mich meine Erinnerung nicht so sehr täuschen, mindestens besser als Teil 2. Auf jeden Fall. Ja, steuert sich ja etwas besser, es hat mehr Abwechslung in der Umgebung. Ja. Aber in einigen Punkten ist es dann doch etwas.
schlechter, das obligatorische Stealth-Level und dann noch ein bisschen mehr solche skripteten Sequenzen wie halt ein obligatorischer MG-Part auf dem Fahrzeug und am Ende ist er noch ziemlich kacke da. Weil es einfach nur so drei Railgun-Shooter, also Rail-Shooter-Passagen hintereinander sind. Aber es ist doch angenehm als der zweite Teil. Cool. Ja. Oh, ja. Ach stimmt, und es gibt Johnson nicht mehr. Also 0 von 10. Es gibt Johnson nicht mehr, es gibt kein Breakdance-Gar, es gibt kein Dachmann. Das ist schon ein hartes Downgrade. Ja, es gab da halt nur Kopf in die Wand-Typen und den Typen aus PlayStation All-Stars Battle Royale. Der irgendwie in sein Mikrofon irgendwie gespuckt hat oder so. Ja, stimmt, in der einen Sequenz. So. Ja. Ja, gut. Okay, dann kann ich mal Aufnahme beenden.